Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cute Life Hacks. Dieses Video hier ist für absolute Beginner, also wenn ihr noch nie Steine geschliffen habt, seid ihr hier richtig. In diesem Set wird auch alles mitgeliefert, was man braucht, um es zu probieren. Einerseits die Maschine zum Steine polieren und schleifen und dann noch einige rohe Edelsteine und alles, was man noch so braucht. Das Gerät selbst wirkt recht altbacken und eigentlich gar nicht wie ein Spielzeug. Dennoch ist die Qualität für diesen Preis von etwa 70 Euro wirklich gut. Die Anleitung ist wirklich übersichtlich und man kann ihr gut folgen. Was wirklich wichtig ist, ist jedoch, dass die Reste, die in dem Steinpolierer drin sind, niemals im Waschbecken runtergespült werden sollten. Wir sagen das, weil wirklich unglaublich viele Videos zu diesen Produkten auf YouTube sind und eigenartigerweise spülen alle alles im Waschbecken hinunter. Da es aber in der Anleitung wirklich nicht empfehlenswert ist, dachten wir, das hier mal wirklich deutlich zu erwähnen. Bei dem Kit, das wir bestellt haben, war die Hauptnegativbewertung auf Amazon, dass es ganz einfach zu wenig Sand mitgeliefert hat. Deswegen haben wir gleich eine neue Packung mit Sand bestellt. Wie ihr sehen könnt, ist da wirklich einiges an Material mit dabei und es wird wirklich sehr lange halten, sprich erwartet einfach sehr viele Steinpolier-Videos von uns in der Zukunft. Hier sind auch Plastikpellets mitgeliefert, welche dafür sorgen sollen, dass die Maschine ein wenig leiser ist. Wie auch immer, nach einigen Recherchieren empfehlen wir euch nicht, das zu machen. Amazon hat uns außerdem beim Kauf auch noch diese rohen Steine hier vorgeschlagen, weil viele die mitbestellt haben. Es handelt sich hierbei um einen Regenbogenfluorid und wir lieben die grün-lila Farben und sind super gespannt, ob das funktioniert und danach besser aussieht. Um zu starten, nimmt man zunächst beide Deckel von dem Polierer ab und wendet dafür die schwarzen Schrauben. Das sind die Steine, welche mit dem Set mitgeliefert wurden und wir haben uns entschieden, dass wir ein paar der langweiligeren mit unserem Regenbogenfluorid ersetzen werden. Es ist wichtig zu bedenken, dass man den Polierer immer nur halb voll füllen soll, weil die Steine sich schließlich bewegen sollen und Platz brauchen, um poliert zu werden. Dann füllen wir mal die erste Packung von Sand hinein, die ein wenig aussieht wie eine Art Eisenmischung. Dann mit Wasser füllen, alles zuschrauben und schon geht's los. Was man noch bedenken muss, ist, wenn man einen Steinpolierer verwendet, dass die Maschine wirklich laut ist. Die meisten Leute verwenden sowas in einem Keller oder in einer Garage oder einfach in einem Raum, damit man niemanden stört. Da wir keines dieser Dinge haben, musste jetzt einfach mal der Balkon herhalten. Die Knöpfe zeigen an, wie viele Tage der Polierer laufen soll. Und die empfohlene Länge ist beim ersten Durchgang etwa 3 bis 5 Tage. Wir stellen das hier mal für 4 Tage ein und starten die Maschine. Und wie ihr sehen könnt, ist in der Ecke platziert auch wirklich geschützt von Sonnenlicht, Wind und Regen. Ist auch von der Temperatur her in diesem Zeitraum auch nicht zu heiß und nicht zu kalt. Jetzt läuft die Papiermaschine mal einfach nonstop für die nächsten 4 Tage. Und selbst bei geschlossenen Türen ist das Geräusch immer noch leicht hörbar. Es ist nicht mega störend, aber definitiv etwas, was man in einem Nebenraum haben sollte, denn so ein Gerät ist einfach zu laut, um daneben zu schlafen. Wir lassen jetzt mal die Tage vergehen und nach ca. 4 Tagen ist es dann an der Zeit, den Polierer zu öffnen. Wie bereits gesagt, darf man nichts davon ins Waschbecken leeren und die meisten empfehlen es, mit einem Gartenschlauch auszuspülen. Aber auch hier scheitert es wieder daran, dass wir keinen Garten haben und deswegen gab es eine andere Methode, die wir verwenden werden, um alles wegzuleeren. Wir haben nämlich diese Box hier mit unterschiedlichen Slime-Resten, die quasi eine Art Müllsammlung sind, die wir nicht einfach runterspülen oder besonders entsorgen wollten. Da werden wir jetzt ganz einfach unsere Steinschlammreste hinzumixen. Wie zuvor schon gesagt, bitte auf gar keinen Fall den Steinschlamm in den Abfluss leeren, denn er wirkt wie Zement. Wenn man den Steinpolierer öffnet, sieht man als erstes mal diese Mischung von Pulver, Sand und Wasser. Es wird auch wirklich als Steinschlamm bezeichnet und ist recht ähnlich wie Zement oder Beton. Und deshalb wirklich niemals in die Rohre hineinleeren. In der Euphorie hat Johanna dann mit der Hand in den Polierer hineingepackt, um zu den Steinen zu greifen und das war wirklich ein Fehler, denn man spürt diese Steinreste wirklich ewig auf der Haut und sie sind sehr schwer von der Haut abzubekommen. Die beste Methode, um alles sauber zu bekommen, ist einfach die Steine mit dem Schlamm in einem Sieb hineinzupacken und mit Wasser zu übergießen. Es ist wirklich faszinierend, das zu machen, denn plötzlich sieht man all diese glänzenden, wirklich schönen Edelsteine. Da wir hier nicht gewusst haben, was uns erwartet, waren wir dann wirklich unfassbar fasziniert von diesem Do-It-Yourself. Wir lieben diese unterschiedlichen bunten Farben und vor allem dieser grüne Kristall ist wirklich einer der schönsten, die wir gemacht haben. Dieser zweifarbige ist vermutlich einer von den Regenbogenfluoriten. Es ist schön, wie er einfach wirklich mehrfärbig ist und die unterschiedlichen Schattierungen in dem Stein drin hat.
Jetzt reinigen wir die Innenseite noch von dem Schlamm, denn jetzt geht's an die zweite Phase mit den Steinen. Die zweite Phase stellen wir jetzt mit etwa 7 Tagen ein und warten wieder geduldig. Es kommt diesmal ein anderer Sand hinzu und natürlich auch sehr, sehr viel Geduld von unserer Seite. Man kann natürlich individuell variieren und muss sich nicht an diese unterschiedlichen Phasen halten. Da dies aber unser erster Versuch ist, wollten wir uns einfach mal an die vorgegebene Anleitung halten. Und jetzt geht's wieder daran, wirklich 7 Tage zu warten und der Steinpolierer poliert fleißig vor sich hin. Wir sind einfach super neugierig, wie alles aussieht und ihr könnt euch vorstellen, wie absolut nervenaufreibend es ist, einfach jeden Tag zu warten, bis man endlich das Ergebnis sehen kann. Das Ergebnis nach der zweiten Runde ist ein wenig anders und wirklich schockierend. Es ist spannend zu sehen, wie die Kristalle sich verändern, wenn sie einfach nochmal länger poliert werden. Und es ist aber auch wirklich schockierend, dass manche deutlich kleiner geworden sind. Wir haben das gleich hier gemerkt in dem Sieb, dass es einfach wirklich vom Gewicht her einen Unterschied macht. Auch alle Regenbogenfluorite sind deutlich geschrumpft und das ist schon wirklich schade. Der Grund, warum das passiert ist, ist vermutlich, dass die anderen Gesteine in dem Behälter eine deutlich höheres Härtegrad haben und folglich den Fluorit einfach immer kleiner gehackt haben. Die Härte von Edelsteinen wird in Moos gerechnet. Der Regenbogenfluorit liegt auf der Skala bei einer 4, ein Quarz, der auch mit in dieser Packung ist, liegt bei einer 7 und ein Diamant beispielsweise liegt bei einem Härtegrad Nummer 10. Unsere Regenbogenfluorite sind deutlich kleiner geworden. Laut der Anleitung könnte das hier ein Rosenquarz sein. In der Anleitung werden wirklich die unterschiedlichsten Formen und Charakteristika der Steine erklärt und wir sind überrascht, wie vielfältig die hier sind. Neben dem Rosenquarz haben wir hier vermutlich auch Agathesteine. Wir denken auch, dass die anderen vermutlich verschiedenste Arten von Jaspis sind. Die gibt es nämlich in den unterschiedlichsten Formen und Farben. Dieser wirklich blaue Stein ist ein Sodalit und dieser schimmernde ist ein Tigerauge. Die Fluorite sind wirklich so klein geworden und lustigerweise ist dieser Stein hier nicht wirklich sehr geschrumpft, deswegen vermuten wir mal, dass er ein Quarz ist. Die Anleitung sagt auch, dass man mit Mineralöl die Steine noch ein wenig glänzender machen kann, deswegen haben wir das mal mit Babyöl probiert. Dieses Durchjossaf hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht und das obwohl ein paar Anfängerfehler passiert sind und die Fluorite leider deutlich kleiner geworden sind. Wir denken aber, dass man sie dennoch wirklich toll für unterschiedlichste Schmuck-Do-It-Yourselfs verwenden kann. Dass die Regenbogenfluorite so klein geworden sind, hat uns natürlich viel zu sehr gewurmt, deswegen dachten wir, nochmal einen Durchgang zu machen, indem wir uns wirklich rein auf Regenbogenfluorit konzentrieren. Diesmal werden keine anderen Gesteinsorten dazugemengt, sprich der Härtegrad dieser Steine liegt bei allen genau auf der gleichen Härte, deswegen sollte es klappen. Nach einigen Tagen im Steinpolierer ist es jetzt nun soweit und wir sind mega gespannt, wie dieses Ergebnis aussieht. Wie schon zuvor erwähnt, hierbei wirklich vorsichtig sein, dass alles nicht in den Abfluss lernt. Und jetzt sehen wir gleich unser Regenbogenergebnis. Vorsichtig mit Wasser abgespült sieht man jetzt schon, dass die Steine deutlich größer geblieben sind und wir sind wirklich glücklich, dass wir es mal einfach extra probiert haben und nicht wieder unterschiedliche Härtegrade gemischt haben. Regenbogenfluorite sind wirklich super beliebte Steine für Schmuck, weil sie ganz einfach diese vielfältigen Farben haben. Ein wirkliches Highlight ist diesmal auch dabei. Wenn man darauf achtet, wie viele unterschiedliche Linien und Farben in diesem Regenbogenfluorit sind, dann versteht man auch wirklich, warum dieser Stein so absolut beliebt ist. Danke euch vielmals fürs Zusehen, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bye!